Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem weiteren Part von Advanced Warfare. Und heute haben wir mal eine andere Waffe am Start. Ich habe gerade noch kurz drauf gedrückt auf dem Bildschirm, also auf diese eine Taste, um das Signal umzustellen. Jetzt haben wir die schöne SAC-3. Und die möchte ich gerne mal auf Gold spielen. Wir wissen ja, wie leicht das mittlerweile ist, ne? Gold, Gold, Gold. Okay, was auch immer das hier für eine Farbe sein soll. Habe ich auch noch nicht ganz gepeilt. Die Waffe schießt so schnell, dass man gar nicht mehr mit der vernünftig umgehen kann. Hey, ein Care Package oder so ähnlich. Hurra! Ich habe eine Waffe bekommen, die trotzdem gesperrt ist. Juhu! Spectrum, was ist denn mit der Waffe? Bester Schaden der Klasse. Oh, das hört sich doch geil an. Moment, was kann ich damit machen? Die möchte ich gerne auf die neue Klasse anwenden. Jo, Spectrum, genau. Und nochmal das fette Ding hier. Ja, ist geil. Dann nehmen wir halt die Sachen. Warbird. Ja, das ist auch für den Arsch. Ich nehme natürlich die Sachen mit, die richtig auf den Sack gehen. Systemhack, Drohne. Also die dem Gegner richtig auf den Sack gehen. Ja, Luftrakete. Manuell, manuell, manuell. Ein ferngesteuerte. Ja, genau, wahrscheinlich. Wobei, Warbird. Nee. Lass mal lieber. Paladin. Okay. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Luft auf. Also manuell. Das ist doch scheiße. Warum ist hier fast alles manuell? Man kann nur gar nichts machen. Orbitalvorräte nämlich. Meine Fresse, ey. Ficken, Junge, Alter. Ficken, aber richtig ficken. Warte, kann ich den Helm aufsetzen? Der sieht bestimmt sexy aus. Yeah, Baby. Jetzt habe ich den Helm aufgesetzt. Und jetzt gehe ich mal bitte noch in eine Lobby rein. Hier, Herrschaft noch eine Runde. Ich will Herrschaft zocken. Yeah. Jetzt sind wir nur mit Level 1 an, okay. Dann ist das halt so. Green Bands, also Greenland, also Green Bands. Ja, witzig. Zocken wir eine Runde. Ich hoffe, dass es einigermaßen klappt. Und dass ich jetzt nicht vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Ey, ich glaube, ich würde mir die Fresse selber einschlagen dafür. Vor allen Dingen, weil dieses Spiel mich langsam aufricht und ich froh bin, wenn ich noch ein paar Parts zusammenkriege. Also im ganz Geheimen, das habe ich euch ja in der letzten Folge schon erzählt. Das Spiel, das richtet mich einfach ein bisschen auf. Ey, wunderschöner Baum, Alter. Kirschblüten oder so, ne? What the fuck? Hallo? Ich kann mir jetzt den Baum angucken. Lustig. Wollte ich jetzt unbedingt auch. Ist natürlich das... Was zur... SAC-3. Wieso zwei... Was? Junge, Klasse direkt wechseln. Ich gehe mal wieder auf Geier. Hey, ich habe die Klasse ja doch. Warum in aller Welt habe ich den Scheiß dabei gehabt? Das will doch kein Mensch. Komm raus. Der hat mich zwar auch vorher gesehen, bevor der da durchgekommen ist, aber das war dann sein Tod. Immer schön hurensöhnig durch die Gegend gehen. Beziehungsweise geierig. Na, 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 traut sich einer hinter der Wand herzukommen? Na, wenn du so läufst, dann ziehst du irgendwie jeden. Habe ich das Gefühl manchmal. Hallo. Ja, genau. Das ist ein Camper der Extraklasse. Ein Camper, der sich dann auch noch durchsetzt. Das ist unglaublich. Ich sag nur Latenz, Junge. Latenz, Digga. Latenz. Kannst du nichts gegen machen. Dann haben die Leute halt den Vorteil, obwohl es scheiß Hurensöhne sind und die kein Recht zu haben, kein Recht haben, hier weiter zu leben bei Call of Duty. Aber okay. Ist in Ordnung. Habe ich schon verstanden. Verdammte grottige Wichser hier. Ja, haha, Latenzprobleme, wir sind wieder am Start und da kommt direkt einer von hinten, okay. Nehme ich dann halt mal so entgegen, ne? Da bitte, dein Assist, du Wichser, klaus mir noch den Kill. Ey, was ist das überhaupt für ein Teammate? Eigentlich sollten wir fast schon In-Teammates sein, wenn man sich hier so gut versteht, aber im Moment läuft es ja überhaupt nicht gut. 2-4. Ja, genau, ich steig aus, ey. Guckt euch das an, 58-150. Und da soll ich was reißen, wenn unser Team so scheiße ist? Das ist doch klar, dass ich da nur auf die Fresse kriege, wenn ewig einer von hinten kommt. Ich zock Team Deathmatch, Alter. Gurgelt mir doch die Eier runter, Alter. Also ich meine, damit lutscht mir die Eier, ihr scheiß Wichser, Alter. Also nicht ihr als Zuschauer, sondern die Typen. Die Typen, die hier versucht haben, so blöd rüberzukommen. Also damit meine ich jetzt hier meine Bros, also meine Mates aus dem Team. Mates vor allen Dingen. Ja, der Typ, der hat irgendwie auch ein bisschen Leiden, gerade so wie er aussieht.
Ach, das bin ich. Nein, Spaß. Terrace, okay. Wir können anscheinend nichts anderes nehmen. Einsatzleiter, Zion. Okay, dann müssen wir halt so zocken. Muss ich entgegennehmen. Wenn es so ist, dann ist es so. So, Minerva Mall. Toll, wir zocken wieder auf Terrace. Jetzt weiß ich auch wieder, was für eine Map das ist. Och, nee, ey. Da habe ich gerade überhaupt keine keine Lust drauf. Okay, ich wollte gerade draus machen einen Pfeil, aber ja, dann habe ich mich doch dafür entschieden, die Wahrheit zu sagen. Ist doch schöner für die Zuschauer, wenn man einfach ehrlich ist und sagt, dass man keinen Bock mehr hat gerade. Ich weiß auch nicht, Advanced Warfare, das ist irgendwie so ein Spiel. Ich müsste mich einfach mit einem Kollegen mal hier hinsetzen. Vielleicht mache ich das am Wochenende mal. Dann macht es vielleicht auch wieder richtig viel Spaß. Und dann kann man auch wieder was reißen. Weil dann würde ich gerne auch mal mit einem Kollege zusammen kommentieren. Wenn ihr das feiern würdet, dann würde ich euch dafür feiern. Uhu, durch den Bildschirm. Boxy, boxy, box, box. Welche Klasse habe ich eigentlich ausgewählt? Ich wollte mit der hier zocken. Verdammte Wichser. Die das hier automatisch für mich festgelegt haben. Nein, Spaß, ich war so doof, das selber auszuwählen. Da kann man auch nichts gegen machen. Ich wette, der Typ geiert hier wieder irgendwo rum. Ja, das sieht ja auch mit den ganzen Koffern und diesen komischen Kofferträgern. Sieht ein bisschen aus wie bei Dead Island am Anfang. Wenn man da so durchlatscht. Oh, Dead Island ist auch ein geiles Spiel. Also sehr verbuggt, aber auf jeden Fall ein richtig geiles Rollenspiel. Das ist für mich so eine Art Rollenspiel, wie es sein sollte. Also es ist ja eine Art Rollenspiel, aber mit Gore-Effekten, mit Shooter-Elementen. Also ohne Scheiß, ein Spiel kannst du nicht besser mischen als Dead Island. Auch wenn es beschissen programmiert ist, das muss ich echt mal sagen. Also für die Grafik, gut, die ist jetzt, das sieht schön aus. Das hat aber eher was mit der Farbstimmung zu tun. Hier zum Beispiel, wenn ihr euch das anguckt, es sieht zwar an sich schön aus, aber wenn man sich hier zum Beispiel, ne, ihr wisst, was ich meine, hier so diese Grafik, das ist einfach I und dann auch fast alles grau, weiß, schwarz und alles nur so matte Farben, aber wenn es wirklich so farbfroh ist, ne, ihr braucht euch nur mal Call of Duty zu nehmen, irgendwelche Bilder von den Maps, die man so zocken kann und braucht dann nur mal, sagen wir mal, bei Graphic Converter die Lebendigkeit einfach mal höher stellen, auf Maximum. Okay, bei manchen Bildern sieht es scheiße aus, das liegt an bestimmten Farbtönen, aber dann sieht es einfach wirklich auch lebendiger aus. Das sieht viel geiler aus und ich frage mich, warum dieser Filter nicht an sich verwendet wird, dass das Spiel einfach mal schöner aussieht. Aber nein, dafür sind die Leute natürlich wieder zu faul und dass ich den Typen nicht erwischt habe, damit das ist jetzt eigentlich auch eine Verarsche vom Spiel, oder? So, 2 zu 3. Ey, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so schlecht bin. Okay, nehmen wir halt wieder die normale Klasse. Bitte sehr. Ihre Klasse ändert sich beim nächsten Wiedereintritt. Hier werde ich auch wieder in den Arsch reintreten. Yeah. Ach so, das ist einer von uns, tut mir leid. Ich bin sehr hurensohnig gewesen gerade. Da kann ich jetzt auch nichts für. Es war halt eine Kurzschlussreaktion und so. Hey! Er macht wieder einen auf Mr. Unsichtbar. Ich habe diese Fähigkeiten noch nie großartig eingesetzt. Wie macht man das überhaupt? Ich weiß es bis jetzt nicht. Wirklich, also ich habe diese Fähigkeiten nicht richtig verwendet. Bis jetzt, nicht einmal. Wie war das nur gleich? So, jetzt geht's wieder. Ja, ich weiß, ich bin der Casual Gamer schlechthin. Nein, Spaß, natürlich nicht. Sonst würde ich hier keinen 3 zu 3 ist Casual. Absolut. Aber manchmal bin ich doch auch gut, oder? Sagt's mir, bitte. Schreibt's mir in die Kommentare, sonst fange ich wieder an zu weinen. Also, nicht wirklich, aber sprichwörtlich. Also, keine Ahnung, ist auch egal. Boah, das Beschissene ist, dass ich die Uhr nicht sehen kann. 55 muss Ende sein, ja, das kriegen wir noch hin. Wir gewinnen. Hurra! 4-4. Boah, Junge, warum muss ich immer gleich auf einer 1er-KD bleiben und immer der Casual-Gamer sein? Entweder bin ich schlechter oder besser, aber doch nicht immer 1, Alter. Das ist doch nicht lustig. Macht doch auch gar keinen Spaß, immer hier irgendwie unentschieden zu spielen. Gleich sterbe ich dann wieder. Ja, wenn ich jetzt sage, dass ich sterben werde, dann werde ich auch gleich sterben. Ist ein psychologisches Phänomen. Sauna. Ja, das versteht jeder. Da, wo die Ladies sich auch rumtreiben, ne? Na gut, das ist eine spezielle Sauna, aber da kommt ihr auch noch hin, wenn ihr alt genug seid. Jungs und Mädels. Na, kommt immer drauf an, wen ihr gerade sucht. Jo. Ah, jetzt erstmal rumchillen. Was will ich mit der Waffe? Kann ich die nicht irgendwie wegschmeißen, wie bei Counter-Strike? Das ging doch irgendwie, ne? Bei Global Offensive meine ich jedenfalls. Konnte man seine Waffe irgendwie wegschmeißen. Das war geil. Ja, ich hänge hier fest. Hui. Jetzt, boah, das ist das übelste Gefecht an Schüssen. Ey, da ist er geholt worden. Kann überhaupt nichts machen, der Typ. Hui, ey, bums. Oh, ey, da ist doch gerade einer langgelaufen, den habe ich doch gerade gesehen. RW1, Einzelschuss. Ach, das ist einer von uns gewesen. Also diese Exo-Fähigkeiten habe ich immer noch nicht ganz gepeilt. Ich schätze aber, dass es für mich extrem geil wäre.
Also diese speziellen Exo-Fähigkeiten, wenn ich unsichtbar wäre. Weil das würde ich übelst gut ausnutzen, um die Leute zu verarschen die ganze Zeit. Da würde ich richtig einen auf Danny Burnage machen. Und ja, ich weiß, das Magazin, das habe ich jetzt weggeschmissen, obwohl noch 25 Kugeln oder so drin waren. Ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt. Ich hoffe, das war richtig. Okay. Dann holen wir uns die Leute halt so. Wieder die Latenz. 7 zu 5, okay. Ja, 50, 85, 58. Aber das geht noch. Schade eigentlich. Ich hätte mir mehr erhofft von dem Spiel. Also, dass es wirklich dann auch so Abwechslung pur ist und dass es geil ist. Aber was willst du bei Call of Duty schon machen? Du stirbst so oft von hinten einfach. Also, du wirst von hinten weggeballert mit sonst welchen Waffen, die du selber nicht mal spielen würdest. Das ist traurig eigentlich. Was de. Hä? Wenn ich was sehe, was ich nicht verstehe, dann bleibe ich auch erstmal stehen. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Das ist sowohl im Spiel als auch in der Realität so. Wenn ich was einfach nicht peile, dann bleibe ich stehen und guck, was in aller Welt ist das? Das ist da irgend so eine Art Antenne. Keine Ahnung. Vielleicht irgendeine Signalübermittlung, wie bei dem Film Sie leben. Also They Live. Kennt ihr vielleicht? Wer den nicht kennt, absolute Empfehlung, sich den mal anzuschauen. Lässt einen nachdenken, ob wir nicht wirklich in einer manipulierten Welt leben. Okay, es ist eine Theorie wie bei Matrix, das kannst du eigentlich auch nicht für wahrnehmen, aber es ist eine interessante Theorie. Ich mag ja auch Verschwörungstheorien, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben einen enormen Unterhaltungsfaktor und wenn man mal genauer drüber nachdenkt bei manchen, dann bewahrheitet sich manches auch. Denkt man sich dann, Alter, ey, die haben recht. So habe ich das nur gar nicht betrachtet. Und das war jetzt voll für den Arsch. Ich bin gerade schon wieder unter Stress, weil ich schon wieder sehe, 3 Minuten noch. Wir müssen das irgendwie noch hingeschissen kriegen. Werden wir aber wahrscheinlich auch noch. Weil ich einfach, ja, immer noch die Upload-Sperre habe bis Februar. Ne, danke nochmal von den einem Typen, der mich da gemeldet hat. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt sollte, aber okay. Das heißt, Videos, die länger als 15 Minuten sind, einschließlich Google Plus Hangouts, sind für mich gestrichen. Ich fühle mich jetzt, die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich sagen, tja, das ist Erziehung, du baust Scheiße und dafür wirst du auch belangt, aber ich habe ja keine Scheiße gebaut. Ich habe mir durch zig Leute bestätigen lassen, dass das, was ich da gemacht habe, nicht wirklich verwerflich war. Aber YouTube sieht das halt anders. Und da gibt es dann halt auch kein Wenn und Aber. YouTube macht das dann einfach so. Und das mag ich auch an YouTube nicht, dass alles dann so geradlinig ist und direkt erledigt wird. Ich bin zwar auch Asperger, aber manchmal denke ich mir bei der Gradlinigkeit von manchen Menschen einfach, das ist ja schon krank. Und wir spielen jetzt schon wieder genau 7 zu 7, wenn ich das genau in Erinnerung habe. Zeig mal bitte. Hallo? Ne, 7 zu 7 war es nicht. 11 zu 11. Okay. Panz, Panz, Panz. Und wir haben gewonnen. Hurra. Das ist ein Grund, sich zu freuen. 53. Ja, das geht ja noch. Ja, dann würde ich sagen. Oh, Junge, Alter. Mein Hals. Och, dann würde ich sagen, nach diesem wundervollen Team Deathmatch, was irgendwie ein bisschen länger gedauert hat, oder habe ich nur den Eindruck, nee, ich habe vorher noch irgendwie Scheiße gebaut, habe noch was anderes gespielt, soweit ich das in Erinnerung habe. Damit sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part von Advanced Warfare, wenn ich dann überhaupt noch Bock habe. Ich werde aber wahrscheinlich Bock haben auf das Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich es gerade gezockt habe, habe ich wieder ein bisschen mehr Bock auf das Spiel bekommen. Kommt aber immer darauf an, welchen Tag wir haben, wie viel frei ist und so weiter und so fort. Bis denn, euer Ketter sagt Cheerio.